ungefähr bis zum Flussufer vorrücken und die Umgebung soweit sichern. Linke Flanke ist ebenfalls um einige 100 Meter vorangekommen. Genauso wie die Südwestflanke ebenfalls. Ja, Auftrag besteht weiterhin darin, weiter in feindlichen Raum vorzudringen und die Umgebung dem Feind zu nehmen zur weiteren Raumgewinnung. Da hat sich der Lage nichts geändert. Auch am Lagebild selber hat sich weiterhin nichts geändert. Es gibt immer noch keine Erkenntnisse, wie es zur Eskalation genau gekommen ist. Moment, stehen alle diplomatischen gut. Ebenfalls vorrücken werden alle eingezeichneten Nachbarn, sowohl Teile Panzergrenadiere als auch Teile Jäger. Bewegung Richtung Nordost bei Eintreffen von euch beginnt dann der weitere Vormarsch. Besser wär's, ja. So, seid ihr alle wach? Von links. Von links. Eigene Teile, linke Flanke. Schützen auf 280, 290 hinter dem gelben Haus. Positiv, Feindschützen links. Ausrichten links. Sind jetzt hinter dem Haus. Schutz erkannt. Feuerfall. Marder 1 bis zu den gelben Häusern vorspringen. Marder 1 nur 1 bis 4. Korrektur 1 bis 3. Sascha Trabs hier.
Wir haben Schüsse aus dem Haus oder Hinterhof auf 340. Da kommt was die Straße. Schützenstraße hoch Norden. Mana 2 ausrichten Richtung 0-0. Bin getroffen, Sascha. Geht's dir gut? Ja, ich krieg das hin, ist nicht viel. Vorne links. Team hier, pass bei der Tür auf, Tiger. Pass bei der Tür auf. Ja, ein Feind links vom Haus durch. Habt ihr noch Sichtkontakt zu uns, Colt? Negativ, wir finden uns in den weißen Häusern. Ja, verstanden. Wir sind an den gelben Häusern vorbei, haben das letzte Haus Richtung Nord genommen. Trennung. Bewegen uns weiter Richtung Nordost, Colt. Schließt zu den weißen Häusern ab. Ist los. Wand Richtung Nord. Oh. Danke. Wer auch immer mir da gerade den Arsch gerettet hat. Ich hab euch beide fallen sehen im gleichen Moment und hab euch erstmal zur Seite gezogen. Sorry. Ja, so halbwegs. Richtig, nee. Lass uns erstmal gucken, was jetzt hier Masse ist. Fuchsbau, Yamada, komm. Yamada, sind 200 südlich von Flat angegriffen worden von russischen Kräften, Trennung. Hummel und wir versuchen diese zurückzuschlagen, Trennung. Mannstärke weiterhin bei 100%, komm. Hier Fuchsbau verstanden, Hummel rückt über linke Flanke vor, kommen. Verstanden, wir unterstützen im Rückraum und versuchen uns dann der rechten Flanke weiter vorzubringen, komm. Ich check nochmal ganz kurz. Positiv, kommen. Mal der Ende. Sieben an alle, Rummel rückt jetzt auf der linken Flanke weiter vor. Wir versuchen dann gleich auf der rechten Flanke weiter zu bewegen uns. Ende. Ja, ist wahrscheinlich dann irgendwo links ist da einer. 1, hier 7, komm. Hier, ja. Wir gehen hier lang, gehen hier und dann gehen wir hier weiter an den Häusern vorbei, ja. Bis auf die Brücke und versuchen rüber zu gehen. Erstmal bis zur Tanke, ja? Erstmal zur erste Zieltanke, richtig. Ja. Gut, Marder 1, seid ihr da? Wir sind auf der Rückseite vom Haus.
Tiger, ich konnte dich nicht mehr aufnehmen. Ja, vergiss es, ich dachte du wärst hier hinten, Ende. Links einschlagen, Richtung Haus. Also der Puma wirkt direkt über die Brücke. Ja. Alles klar, dann. Marder 2 deckt Marder 1. Marder 1 geht unter der Brücke durch, schwimmt drüber auf die andere Seite und wird uns dann decken. Unter der Brücke geht nicht, zu steile Felswände. Wir können nur weiter rechts runter. Dann weiter rechts. Marder 2 baut oben an der Hügelkante Deckung auf, Marder 1, Ende. Feuer von rechts. An der Mauerecke. Marder 2 geht rechts an der Mauerecke vorbei. Lass mich mal vor. So, wieder rein. Wie sieht's aus? Marder 1, ihr könnt vorrücken, um die Mauer rum, hinter die Gebäude, da ist kein Feind mehr. Ja, ihr Marder 1. Ja, wir gehen im Nahbereich, 40 Grad, 50 Grad. Gut, wir sind schon vorgerückt hinter die Mauer. Nein, nein, ich schreibe vor euch. Ja, wir befinden uns direkt.
direkt an der Hauptstraße. Dann auf die rechte Flanke aufschließen. Laden. Wir brauchen hier Unterstützung. Ja. Wir standen auf dem Weg. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben rechts einen Verlust. Sascha ist erwischt. Schnell laden, kümmerst du dich? Ja, alles klar. Scheiße, oben raus, oben raus, glaub ich. Oh. Sei verletzt. Tiger auch ausgefallen. Nicht tragen, leck mich am Arsch. Versucht Tiger aufzunehmen. Ich versuch den Sunny zu dir zu holen, weil ich krieg dich hier nicht weg. Da vorne liegt noch ein Joker, ich kann ihn nicht aufheben, meine Beine sind kaputt. Ja, ich versuch das. Wo geht's hin? Erst weiter die Mauer. Ja, würde ich auch sagen. Oh.
Seite. Nach vorne links. Kann auch nicht. Zack, das kann ich schön aufnehmen. Sascha, bleib da bei der Mauer, ich spring dir noch weg. Verstanden. Verwundeten versorgen bei der Mauer. Ich kümmere mich erstmal um deinen Kopf. Das Flugzeug hat sich gut aufgefüllt. Ja. Hat den Unterband drauf. So, die Blutung haben wir schon mal gestoppt. Jetzt sind wir am Arm dran. Links auf. So, dein Bein noch. Noch ein letztes Verband rum. Und dann kannst du die Tourniquets abmachen. Erstmal. Hast du Schmerzen? Nein. Hast du gehört? Ich würde auch sagen, ja. Verbündete Kräfte auf der Hauptstraße. Danke, Sascha. Ja, ciao. Feind immer noch aus Richtung Ost? Ja, zuletzt schon. Aber das links ist auf jeden Fall näher bei dem Gebäude mit diesem roten Ring an der Wand. Also Radar 1 zurück zur Lagerhalle. Ich baue noch kurz die Lagerhalle. Locke, wenn ihr da seid, versucht mal das rechte Gebäude da oben zu nehmen. Wir ziehen jetzt nach. Verstanden, machen wir. Gebäude gesichert, wir kommen raus. Weiter zum nächsten grünen Gebäude, Richtung 077. Salde, soll es mit Joker gehen, da vorne? Wo ist Joker denn? Andere Gebäude, kleiner neben dir, neben mir, Richtung 007. Kurz rechts. Mit dem nächsten toten Russen brauche ich Munition. Auf.
Gebäude gesichert. Ein gefallener Deutscher hier vorne. Wir zwei ausfließen. Versucht das weiße Gebäude hier zu nehmen. Große, ja. Ich mach dir die Tür auf, Joker. Ja. Oder ich versuch's zumindest zu finden. Bist du bereit? Gebäude gesichert, wir kommen raus. Drei. Nächste Gebäude, Garage nehmen. Fuchsbau hier, Mada, komm. Hier, Fuchsbau, komm hin. Wir befinden uns auf der rechten Flanke bei Condor Trennung. Vorne. Okay, wir sind nur mit Deckung. Oh shit. Mannstärke weiterhin bei 100%, obwohl wir ein paar Personen haben, komm. Fuchsbau verstanden. Führen Sie Auftrag weiter fort, komm. Mada Ende. 7-1, Garage gesichert, Paul. Alles klar, rüber zum anderen Gebäude, weiße Gebäude. Da ist schon ein Teil meiner Zuhörer. Der will nicht sterben, verdammt. Komm rein, rein. Nicht. Ist nah einer, beim nächsten Gebäude. Los. Wenn wir fein vorne außerhalb vom Gebäude rechts nach links laufen. Warst du oben, Joker? Oben. Okay. Aber wir warten keinen Weg nach oben sehen. Bei dem nächsten toten Russen mir mal Bescheid geben. Ich habe nur noch einen halben Gurt. Naja, vielleicht einen. Ich habe zwei Gurte im Rucksack. Ah, perfekt, stimmt ja. Perfekt. Gut mitgenommen. So, perfekt, Joker. Geil. Danke. Dann wechsle ich Rohr und packe den Rest Gurt. Sicher nach oben. Du bist von beiden Seiten gesichert. Oh. Das schon nicht. Nee, ich will gar nicht weiter. Wie geht's denn dir? Ja. Glocke, wo bleibst du? 147, kommt ihr jetzt noch mal rüber? Na komm. Bei einem Gebäude. Achtung, vor einem Gebäude. Rechts wahrscheinlich neben dem Gebäude irgendwo rechts. Da ist irgendwas. Was ist denn das? Hier oder was? Meine Hälfte an den Rollen vorbei oben im Wald gewesen. Weiterer Schütze noch im Hintergrund im Wald. Bewegt sich nach rechts. Ja. Blaue Halle gesichert. Ich überspringe. Kein Feind. Weitere Schütze. Ja. Mada 1 zurück zur grauen Halle. Fuchsbau hier, Mada, komm. Alles nördlich der Tankstelle gesichert, komm. Verstanden, komm mit. Wie sieht's mit Condor aus? Komm! In der Bewegung, kommen! Verstanden, versuchen jetzt weiter Richtung Nord
weiter vorzudrängen zum nächsten Ziel, komm. Verstanden, komm. Oh. Gerade eine. Oh. Eigene vorne, Richtung Nord. Über dir. Jo. Ich überspringe mal kurz an die nächste Ecke. Hier eine kleine Hauswand weiter. Feindliche Schützen Richtung 040 oben im Wald. Vernichtet. Eigene Richtung 040. Rechts. Ersten zwei Mann nehmen das Gebäude wieder. Schade, ich bin letzter Mann. Wenn man nichts sehen will, nur dann stellst du dich genau so hin. Gebäude genommen, komm raus. So, Granate, Vorsicht. Hallo, und sorry. Mach doch nichts. Der ist Richtung 0-0, okay, 0-0 ist der Florian. Achso, der ist weiter weg. Bleibt sie erstmal kurz bei uns, und sobald wir uns wieder zusammenschließen. Achso, die ist weiter weg, ja, check, alles klar. Ja, ja. Ich bin als Grenadier ausgerüstet, also, ne, wenn irgendwas braucht. Steiger mit Carsten. Der auf 1-0-0 steht wahrscheinlich auf der Wiese rechts vom Feuer. Was ist der Plan? Was machen wir? Flughafen angreifen. Bestätige 2. Okay, alleine? Nee, wir haben Gruppe Panzergrenadiere auf unserer rechten Seite und Jäger auch wieder auf der linken. Ah, okay, immerhin. Carsten, kannst du schon einen Gurt gebrauchen? Hallo, hallo, hallo. Melde mich verspätet, Flo. 3-30er. Mitgekriegt? Ja. Hier. Ja, ganze ja. Hügel voll. Sehr schön, sehr schön. Gut, hallo Sal. Hi. Bis auf der 8, ich gehe auf die 9. Alles klar, check. 8, melde mich im Funkkreis an. Ich bin die neue 9. Gut. Meine 2, wir halten hier sich. Moment. Linie Richtung Nord. Wir gehen im Marsch bis Straße, dann Marsch runter bis Hügelkante, dort halten. Gruppe auf, haben wir jetzt Marsch.
Okay, wir warten kurz, was mit dem Fahrzeug ist, ansonsten verlegen wir weiter, Trennung. S5 wird gestrichen, Marschroute angepasst, wir bewegen uns direkt weiter vor Richtung 030 auf S6 und 7. Ende. Das recht höhere kommt ja hier aus der linken Flanke, aber... sehen tue ich noch nichts. Links verläuft auf jeden Fall eine etwas dickere Straße. Ist auf dieser könnte sein, dass ich da... Ja, ich sehe Feindschützen. Feindschützen auf 355 Grad am Ende der, am Anfang des Walds. Ja, 1, 2, die sind weiter nach links gelaufen. Wahrscheinlich inklusive von dem BMP, aber. Ja, oh shit. Feindfahrzeug flankiert uns 340 Grad weit. BTR 80. Ja, verstanden, wir halten erstmal die Stellung. Wir nehmen deine linke Flanke. Ja, die haben wir, ja, positiv schon. Feuer frei auf den Kampf. Feind 340 hinter der Hügelkante. Ich vermute mehrere BTRs, einer fährt Richtung West. Tiger, Unterlaufgranaten Richtung des Feindes. BTR bewegt von 340 von links nach rechts hinter Hügelkante. Wenkel hinten rauslösen, Panzer fertig und Richtung Nord verlegen und BTR warten und verdichten. Ja, Feind rechts auf dem Feld. Feind. Der Panzer ist links hinter der Hügelkante. Der ist weiter Richtung Westen gefahren. Ja, stimmt, ich habe gerade gesehen. BTR 0 Grad, Hügelkante. Kommt. Ein Schütze vernichtet, da ist noch ein weiterer. Mehrere. Zwei vernichtet. BTR kommt. BTR ist da, 40 Grad. Fährt nach rechts weg. BTR ist ein BMP. Sprich, das sind zwei Fahrzeuge. BMP bricht rechts durch. Schauen, wenn ihr auf die eigenen Teile fährt, rechts können die sich drum kümmern. Tiger, hast du noch Panzerfaust? Negativ. Weiteren Feind nach Möglichkeit vernichten. Alle Teile haben ihn aufgeklärt. Shit, der ist gleich zwischen uns, hinter uns ist er jetzt. PA Jungs, hier, hinter uns, Panzer ist hinter uns. Weiterer BTR. Rechte Flanke hinter uns, rechte Flanke hinter uns. Frage ist weg, ich hab Feuer frei auf beide Flanken. Feindschützen vorne. Ja, verstanden. Scheiße, ich muss laden. Ein vernichtet. Sauber, danke. Fahrzeug rudet aus. Ja, der ist da drunter. Nimm den auf 0. Unter BTR. Noch ein Fahrzeug aufgetaucht. Ja, kein Unterlauf.
rechts, nach hier nach links einer. Oh Scheiße, wir brauchen einen PA, der kommt auf uns zu. Bist du richtig, oder? Hinter die Hügelkante zurück. Fahrzeug kommt, rechte Flanke, Vorsicht! Der kommt auf uns zu, Scheiße! Wir sind gleich Futter, der ist an der Hügelkante 50 vor uns. Vorne halten, ich auf die Freifläche rennen. Irgendwas schießt auf die Freifläche Richtung Westen. Malfand erstmal 360, wir warten auf die Panzergrenadiere, die uns zur Unterstützung kommen. Irgendjemand verletzt? Bereitschaft melden. Eins. Wo? Ich halte die Sicherung. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Feine Infanterie 100 Grad. Mal schon wieder weg. Okay. Das ist der am Feuer. Oh ja, ich sehe ihn, ja. Steht. Oh! Alles klar, alles klar, alles klar. Du musst nur lang genug hinstarren, irgendwann explodieren die. Puma mit Unterstützung durch eine Gruppe auf der linken Flanke jetzt. Am Sprung zu lange erreicht. Mader 2, bereit mal zum Sprung. Gleiche Ziel wie Mader 1. Sprungziel 035 bei mir sammeln.
Wir sind da. Eigen rechts. Alles klar, auf geht's, go go. Schützengruppe beim Flughafen. Wo ist denn der Florian? Keine Ahnung, vorne ist er. Ist er vorne irgendwo, ja. Nicht allzu weit, ne? Mal dazu wird hier oben bei S7 Stellung beziehen. Mal der 1, ihr versucht gleich über linke Flanke vorzurücken, sobald der Feuerkampf losgeht. Ziel ist erstmal den Feind für ein paar Minuten abzunutzen. Die Schützengruppe läuft Richtung Norden. Oh, Unterlauf, Vorsicht. Jo, das gilt uns. Eieiei. Bisschen auseinander, nicht so nah aufeinander liegen. Feuer frei auf den Kantenfeind. Varius, kommst du nach rechts? Rechts, mehrere Schütten. Steiger, wo bist du? Kleiner Stein. Gib mal ein bisschen Sperrfeuer in das Waldstück rein, links von dem Gebäude. Ich glaube, der Granatwerfer-Typ ist irgendwo da. Ja, das ist groß. Mada 1 bereit auf der linken Flanke. Ja, vorsichtig vorrücken, wir haben ziemlich viel Feindkontakt hier oben. Ja, danke. Der Schütze ist auf dem Dach. Schüsse von rechts. Warte nach. Jo. Der Typ auf dem Dach ist wahrscheinlich noch aktiv. Maler 1 von rechts bricht Feind über Straße durch auf eure rechte Flanke. Totti, das sind wir mal hier oben zu uns. Totti. Feindflugzeug startet auf Rollbahn. Schützen unten vernichtet an der Straße. Mada 1 rückt weiter vor. Wenn Sani hier, Joker, guck mal bitte nach mir. Sind zweimal getroffen. Hinter dir bin ich links. Alter.
Ja, Alter, ich bin hinter den Felsen. Ich bin jetzt inzwischen die ganzen Jungs da hängen. Jetzt mal hier den Wald besser ab, das ist im größten Bereich. Wie sieht's mit Schmerzen aus? Ist okay. Na, sieht natürlich gar nicht so schlimm aus, hast ja gut geschafft. Okay, ja gut, danke. Mal da eins, Lager vor Ort. Wir bewegen uns langsam weiter an das Gebäude ran, und zwar überschlagend. Ja, verstanden, haltet erstmal die Stellung da im Wald. Wir unterdrücken noch ein bisschen und kommen da mit euch vor, sonst sind wir zu weit auseinander. Ende. Meine Einsatzstellung. Feindflugzeug hat eigenen Puma vernichtet. Mindestens 2 Feindflugzeuge in der Luft. Ich mal da kommt. Mada 2, langsam nach rechts rauslösen bis zur Straße. Ein Schütze auf dem Dach vernichtet. Wir sind an der Straße, Flo. Vorsicherung an der Straße aufbauen, seine Varier sprung andere Straßenseite auf den Hügel. Wir sind auf der linken Flanke, nicht auf der rechten Flanke. Ja, ist korrekt. Wir versuchen gerade auf eure Höhe zu kommen. Jocker mit mir ebenfalls rüber. Eigene Teile auf der rechten Flanke weit, 160. Ja. MG nachziehen. MG kommt hier oben hin, wir gehen rechts und schau mal vorne mal ein bisschen locker. Oh shit. Balkon rechte Seite! Balkon rechte Seite! Vernichtet! Shit. Geht zu mir hier oben. In den Garagen. Ein Schütze 130. Weiterer Schütze auf Dach vernichtet. 070. Ja, der ist in der Garage hinter den Fahrzeugen gewesen. Oder hinter der Unterführung. Ich glaube, der ist vernichtet. Mada 2, rechte Seite langsam vor. So, springen wir zum Felsen. Mada 1, Mada 2, habt ihr Einblick auf uns? Komm. Teilweise. Geht ihr auf dem Top? Ihr habt von den Panzergrenadieren Schützen hinter euch. An der Straße.
eigener Puma jetzt direkt hinter mir. Rechts steht auf was? Flughafen. Oder? Ja, Verstandstellung aufgeben, eigene, ja, Abgliedertrennung. Gerade eins, ebenfalls vorrücken auf den Flughafen Richtung Hauptlänge. Verstanden. Fahrt ihr mit dem MG auf die rechte Flanke und da schauen, ob du auf der Hügelkante rechts nochmal einen neuen Anblick kriegst. Das war auf die Höhe vom Flur. Schütze unten am Eingang. Alter. Vernichtet. Jo, hier liegt eine RPG, falls wer Platz hat. Immer gut, sowas mitzuhaben. Nicht die? Hier, auf, bei mir, auf meiner Position. Mit Rucksack für mehr Munition. Ja, eine reicht jetzt noch. Ein Schütze vernichtet. Mal da eins, wir gehen ein Stückchen weiter links in die dichten Wälder hier rein. Joker ist schon ganz rechts vorne. Ja. Weiter ran. Jo. Oder rechts bei Joker noch mal einen halben. Zwei Schützen auf dem Tor vernichtet. Feuer von links, Feuer von links. Unten Erdgeschoss. Mal eins, findet sich hier im Norden. Ja, verstanden, wir haben euch im Blick. Nur bedingt decken wir von hier oben auf der linken Flanke zu starke Rauchentwicklung, den Rest haben wir im Blick. Trennung. Unten Erdgeschoss, rechte Seite. Bei dem Treppenhaus. Feuer von rechts, Feuer von rechts. Ja, rechts. Haben wir Erlaubnis einzudringen im, und das im Hangar drin, im Hangar drin, im Eingang. Ja, positiv. Rechte Seite, blauer Hangar. Feind in der Halle, 100 Grad. Wurde getroffen, au. Fall flankiert rechts, mal dazu. Sauber. Du bist rechts unter dem Vordach, du musst gleich rechts irgendwo rauskommen. Schöner Schuss, schöner Schuss, schöner Schuss. Ich mach mit da rechts, Joker. Schau mal, dass das so gut, Joker, ja. RPG immer noch aktiv. Ja. Erdgeschoss genommen, gehen hoch. Hat erst den Eingang im Blick vom Bürogebäude. Positiv. Rechts von dem grauen Gebäude, ganz rechts. Ja, verstanden. Ja, ja. Aber jetzt ein Gründer, der mit dabei. Beim Silo. Hinteres Silo und hinter dem Gebäude.
Einer vernichtet, hier hinterm Silo noch aktiv. Ja, da hab ich keinen Blick drauf. Betrete jetzt das Dach, Achtung, Vorsicht! Rauchentwicklung hinterm Tower. Ja, hier kam auch gerade schon Piloten mit Pistolen angelaufen. Ja, wir müssen unbedingt verhindern, dass das große Flugzeug abhebt. Dann schieß mit dem RPG drauf. Stimmt. Auf geht's. Oh ja. Kalt Ding auch immer geladen hat, ne? Vollkommen egal. HE sieht, genau. Das sieht nach HE aus. Achso, was da drin ist, ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Bomber, also weg mit dem Ding. Ja, Marder 1 ist aber schon ziemlich nah dran. Ja, dann sag dem, sollen ziemlich mal da weg. Ne, wir warten erstmal. Du hast nur Schiss, dass du verfehlst und jetzt alle zugucken. Nein. Nein. Rein taktisch das halt. Carsten hat auch noch so einen M2-Werfer, der kann da auch einmal drauf rotzen. Ein Schutz auf dem Dach noch aktiv, liegt da. Kurze Info, Primärziel ist jetzt, dass der Bomber nicht abhebt. NF. Gut, Joker. Ich bin übrigens auch ziemlich scheiße. Wenn ich es korrekt sehe, Florian, steht da halt auch noch ein Jet, ne? Und zwar, ja, das ist ein Sukhoi auf 65. Außerdem, Bomber sind auch noch drei Jets dort. Ja, ist er versorgt. Ja, es sollte einfach gar nichts mehr kriegen in der Zeit. Ja. Also ist rechts rum auch nochmal rein. Genau. Mal 1, mal 2, wir greifen auf der ganz rechten Flanke mal Palierzeug an. MG gibt Deckung. Noch ein Schutz auf Tower. Bekämpft. Achtung, eigener auf Dach. Containern vor. Das ist das Bürogebäude, ich halte lang den Hangar im Blick. Da steht auch noch ein Flugzeug drin. Bürogebäude links von uns, meinst du? Ja, bin ich sicher. Jetzt kann ich springen oder wir springen. Dann ins Büro. Hört sich an, als wenn das Flugzeug startet? Oder? Nevermind. Zumindest irgendwas angegangen. Ist hier drinnen, glaube ich. Ich mache die Tür auf in 3. Ja. Negativ. Weg, bleib du mal auf dem Dach mit der Panzerfaust, falls du irgendwas versucht abzuhauen. Ich bin's, Tiger. Halt weiter die Stellung. Ende. Fahrzeuggeräusche aus Richtung Ost. Ja, bestätige noch keinen Anblick. Die Feind nähert sich aus Ost. Gruppenstärke. Feuer frei auf der Karte fahren. Fuchsbau, jemand da kommt. Jemanda, wir benötigen Artilleriefeuer. Wo sollen HE kommen? Hier Fuchsbau, verstanden. Wiederholen Sie Koordinaten, kommen. Nevada Koordinaten 1058 1070. Wiederhole 1058 1070. Komm.
hier Fuchsbau. Komplett in Nord-Ostseite. Komplett Feinde auf kompletter Breite. Hier mal da wiederholen, die letzten Funkspruch kommt. Hier Fuchsbau, Verständigung schlecht. Wiederholen Sie letzte Koordinaten kommen. Hier, Marder wiederhole Koordinaten 1er, 5, 8, 1er, 7, 0. 1er, 5, ist 8, gut. 1er, 7, 0. Kommt. 1er, 5, 8, 1er, 7, 0, 2 HE, kommen. Hier, Marder, korrekt. Ende. 9 an alle Artilleriefeuer auf nach irgendeinem Feind. Angefordert, 2 Salven HE. Ende. Du hast eine Panzerfaust, ne? Ja. Sehr gut. Du hast so eine RPG, oder? Die habe ich unten hingelegt, war mir zu schwer. Oh, das ist ein Panzer, der auf uns schießt. Am besten. Naja, du weißt schon, was du da machst. Noch gedeckt. Feinde Gruppenstärke 040. Das hat schon getroffen unten. Oh shit. Ja, ihr Team halt bei euch. Positiv. Nummer 6 ist im Sperrbestand. Ja, verstanden, ich hab noch einen Gurt. Hier liegt eine PKM im Gebäude. Nein, nein, ich bin die 6. G36. Ja, verstanden, wir gucken gleich mal, ob der Puma noch was hat. Einsatz, wo kommt? Ich geh mal runter, du kannst gerne ran. Ja, ich geh jetzt nicht so wirklich raus. Hangar nicht sicher, verlassen Hangar. Feind BMP auf 070. Mit nach oben. Jo, wie viel Munition hast du noch? Munition haben wir noch ganz gut. BMP zieht sich rückwärts wieder zurück. 6, die 1 kommen. Hamburg ist auch schon ein bisschen mehrer geworden. Ja. Schilker nähert sich aus selber Richtung. 2,5 nur noch. Sal, Schilker, dein Ziel. 6, die 1 kommen. Wie weit ist denn das da hinten weg? MG kann er mehr wirken, die Schilker guckt hier auf unserem Balkon hoch. Ja, verstanden, selbstständig Ausweichstellung suchen. Ich habe Einsicht auf dem BMP, 39 Grad meine Position hinter Hügelhang. Ja, wäre möglich, vernichten. Nee, Mann, das wird zu weit weg. Ich brauche keine Einschätzung. Ein BMP auf 060 und Schilke auf 070. Okay. Fahr doch nicht da raus. Moment auf Wollfeld, Feuerkampf.
Schildkarte an sich, die ist auf 040, aber auch nicht weit weg und noch teilgedeckt. Beim Hügel, ich seh nur das obere Turm. Ja, das kann ich schon sagen. Ja, das ist so. Scheiße. MG-Stellung wird beschossen. Nicht, dass sie von hier erwischt, oder? So stehen beide stationär, man kann sie richtig schön bekämpfen. Ich weiß die Entfernung leider nicht. Ja, ich kann es auch nicht einschätzen, leider. Wie bewegt sich? Ja, gleich am Arsch. Gott, oh Gott. Schilker, BMP hat Plätze getauscht, Schilker jetzt auf 060, BMP 070. Pass auf, der BMP ist Tau. Schilker fährt jetzt den Feindtrupp links. BMP brennt. Sehr gut. BMP ist vernichtet. Kannst du mal die Entfernung messen? Ja, dann komm. Zu dem Hang. Mit was? Einfach zu dem Hang rüber. Fahrzeugtrag rechts, 430. 430? Ja. Okay, tschüss. Steht noch vereinzelt Infanterie, der zielt da auf mich. Oder? Ja, ich kann nur noch zurückwinken. Gehen oder vorne aufs Fahrzeug. Ja, wir gehen mal zum Fahrzeug. Kommen wir mal zu dem Grund. Bringt mir Munition mit, bitte. Ja. Ja. Links von der Schilker noch ein BMP. Kein BMP, Kampfpanzer. Zwei Kampfpanzer. Marder, wenn ihr da auf dem Dach sitzen bleiben wollt, dann viel Spaß. Fuchsbau, jemand da kommt. Marder ja. 1, wir verlassen das Dach. Hier Marder, wir haben zwei Kampfpanzer. Dritter Kampfpanzer nähert sich. Von außen auf Flugfeld vorrücken, sind im Verwundeten mit Panzerkanonieren im Feuergefecht. Komm. Hier Fuchsbau, verstanden, komm mit. Marder, Ende. Stört. Kampfpanzer fahren jetzt weiter vor auf Flughafen. Freie Sicht, soll ich mal probieren? Ist zwar ganz schön weit weg, aber... Hi. Guten Tag, hast du Moon mit bei? Ja, weiß ich nicht, ich schaff den noch auf den Tag. Jo, komm.
richtig schön bekämpfbar, aber ich... Eigentlich ja, ne? Das ist halt über die normale Reichweite. Ich habe Einsicht auf beide Ziele, ist ein bisschen über 400 Meter, soll ich wirken? Ja. Das war ein Treffer. Okay. Ich hab auch noch eine Panzer. Zweiter Kampfpanzer ausgeschaltet, die Platz im Kampf gestiegen. Willst du es versuchen? Nur auf den Ziel. Bisschen über 400. Ah, zu weit. Das ist noch ein Fahrzeug aktiv. Das kommt ein zweites, lass uns rein. Da kommt noch ein Fahrzeug angefahren. Schilka, Anhöhe 60 Grad. Okay, versucht ihr noch eine Panzerung zu organisieren. Stellung verlegt, kriegen Schilka rein. Ausgeschaltet. Wenn du willst, ist hier gerade die Anhöhe hoch, der Panzer. Aber warte mal, besser die Schilka. Ja. Oh, Vorsicht. Keine Zahlen dran? Ich kann schwer, aber ich glaube, müsste so sein. Ich schieß mal, ja? Ja. Jo. Zwei, wo seid ihr? Ich bringe euch schon die RPG. Im Hangar auf der Ostflanke, Südostflanke. KPZ rechts fährt vor. Ach, schade. Ja, da kommt er ran. Wie geht's denn auf Tuba eigentlich? Er ist kaputt. Oh, Turm dreht ein. Vorsicht. Geh mal ein Stückchen nach hinten raus. Oh, leck mich am Arsch. Nach hinten raus. Los, nach hinten. Nervous, raus hier. Lauf. Oh, fuck. Alter, scheiße. Nein. KPZ hat den Jetbone zum Hangar getroffen. Wir sind schwer verwundet. Hallo, Mada 2 zieht sich zurück, bis fährt noch Häuschen Jockel. Mada 1 im Fall! Alter. Totti zurück. Bereitschaft melden, 1 verwundet.
wer liegt hier? Hier ist 4. 2 und 3 am Boden. 5 verwundet im Hangar. 6 kommt zurück. 7. 8 verwundet. 9 verwundet. Fuchsbau, Marder, kommt. Hier, Fuchsbau, komm mit. Hier, Marder, Marder hat mehrere Schwerverletzte. Ein Puma von uns ist ausgefallen. Wir müssen uns kurz sammeln und versuchen, weiter nicht Störung zu halten. Komm. Hier, Fuchsbau, verstanden. Ich schicke Verstärkung und Nachschub. Kommen. Hier, Marder, verstanden. Nachschub soll über Hauptstraße bis Haupteingang kommen. Der Parkplatz ist soweit noch sicher. Ende. Direkt hinter dir eingeschlagen. Oh Gott, wir sind fast gut. Ich will nicht. Nein. Oh Gott. Komm. Ei, knappe Geschichte. Ja, ja, hab's. Alter. Oh. Ich bin immer noch am Verbluten hier. Ja, ich auch, Mann. So, gut. Jetzt bin ich aber auch schon so zerfleischt, dass ich gerne hier raus würde. Ich würde auch mal. Wir brauchen auf jeden Fall. Ja, genau. Der soll mal hier Rest her schicken, damit wir hier raus können, verfickte Scheiße. Oh ja. Ich habe auch kaum noch Munition. Mir tut alles weh. Wie nach Haus. Gut, dann erstmal Stellung halten. Ich hol mir noch den RPG hier vorne. Ja, super. Aber wenn der Joker unbedingt Aggression loswerden will, kann man jetzt noch was machen. Nach Hause fahren. Wir haben viel zu viele verwundete Kameraden. Ja, aber wir müssen das trotzdem noch machen. Und das zwar ist jetzt die eben schon Puma auf der Stellung südlich auf dem Hügel 32. Kennen wir ja alles schon. Das heißt, wir werden jetzt, kurzer Blick auf die Karte, hier entlang Flugfeldes gehen und uns über die Höhe 26 annähern. Da hatten wir damals mal versucht, die Russen abzuwehren. Da kann man relativ gut oben rein wirken und dann versuchen, das Ding zu nehmen. Vorwärts mal. Gesehen oder so.
Warte, ein Bein links, unten. Alleine hier vorrennen, Alter. Vorsicht, eben war hier noch einer. Zur Öffnung. Oh, oh, oh. Saal am Boden. Saal am Boden. Handgranaten rein! Ja, mach. Die Varus kommt auch noch vor. You must die. I alone am best. Oder da. Wow, die werfen zurück. Weit nach, weit nach! Einer noch aktiv, links, links, geht noch vor. Ein rechts. Los, ran. Florian am Boden. Ein rechte Bunkerstellung. Sonny. Sammeln am Eingang, wo wir eingekommen sind. Joker, du nimmst bitte Florian auf. Wird gemacht.
Hoffen wir mal, dass wir es aufgehalten haben und wir nicht nochmal auf den Fall zusammen müssen. Wow, shit! Alles, Axel, was war das?